Seja bem-vindo para cozinhar com amor. Und für alle, die kein Portugiesisch verstehen, das hieß Hallo und herzlich willkommen zu Kochen mit Liebe. Ich habe bald Geburtstag und das ist der perfekte Anlass, mal wieder meine Lieblingspralinen zu machen. Sie heißen Brigadeiros und kommen aus Brasilien. Für dieses Rezept brauchen wir Backkakao, gezuckerte Kondensmilch, einmal Vollmilchstreusel, wenn ihr wollt auch bunte Streusel. Ein bisschen Butter, ein paar Pralinenförmchen, entweder in kunterbunt oder in schlicht weiß. Und einen Topf, denn darin wird jetzt die Kondensmilch erhitzt. Zuerst ein kleines Stückchen Butter im Topf zerlassen, anmachen und warten, bis es schmilzt. Wenn die Butter zerlaufen ist, gebe ich die Kondensmilch dazu. Und dann gleich den Backkakao dazu, so viel, dass man schwer umrühren kann. Richtig schön schokoladig muss das schmecken. So lange rühren, bis keine Klümpchen mehr drin sind. Und dann den Herd ausstellen. Ich fülle die Masse in einen tiefen Teller und dann lasse ich sie abkühlen. Kommen wir zum spaßigen Teil, den Pralinenformen. Dafür nehme ich mir einen kleinen Löffel und mache den immer nur so halb voll. Kleiner Pro-Tipp, ich habe mir Handschuhe angezogen, um das Gröbste zu verhindern und die butter ich jetzt ein bisschen ein. Nehme die Masse in die Hand und forme sie zu einer Kugel. Dann in die dunklen Streusel legen. Ganz rum. Alles muss voll sein, voller Streusel. Und fertig ist der Brigadeiro. Fertig sind die Brigadeiros. Für welche Party würdet ihr denn welche machen? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch die Brigadeiros geschmeckt haben, dann lasst doch ein Abo da. Und wenn ihr sonst nichts verpassen wollt vom Jugendhaus, dann folgt uns doch auf Facebook und auf Instagram. Adeus sua bella!